Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, wir sind jetzt hier auf der Suche nach einem Agenten. Ich weiß jetzt nicht genau wer. Ja. Wir schauen einfach mal und währenddessen wünsche ich euch viel Spaß wie immer beim Zuschauen. Und starten wir mal direkt los. Ich war vor ein paar Jahren in den Kolonien. Okay. Da war es. Halt immer eine Hand an deinem Geldbeutel und alles wird gut. Ich will das Ganze jetzt nicht wieder hier zu überstürzen, aber anders geht's leider nicht. Ich muss da durch. Versuchen, eine Klinge zu treffen. Okay, da fangen schon mal die ersten an, sich zu kloppen. Weil die gerne machen. Schon mal gut aus. Okay, die gehörten alle zusammen. Kein Problem. Bleib mal stehen. Bleib doch stehen. Scheiße, soweit. Zum Teufel! Los, weg hier! Gerne komm. Komm. Ein bisschen der Fette zuerst. Ich hätte schwören können, er ist direkt hinter dir. Wo ist der hin? Das kann nicht sein, ich war direkt hinter dir. Du schüttelst mich nicht ab! Nein! Okay, perfekt. Übrigens wiederhole ich diese Folge, weil beim Rennen dann wieder komische Sachen passiert sind. Aber nichtsdestotrotz, ich mache die Folge trotzdem. Und ja. Ich hoffe, diesmal klappt es. Okay, ich hoffe, ich bin jetzt richtig. Okay, da hört's auf. Ich gehe mal nach oben. Und guck mal hier, welche Leute sind. Achso, okay. Hier unten. Da bist du ja. Aua, der Tyrans Adjutant. Ja. Ah, auf. Oh, das würde ich lassen. Seht.
Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr losstürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt ihr nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen. Dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arnold. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François, Marquis de Sade. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! Das werde ich haben. Cour de Miracle. Dusch war voll. Okay. Der Dusch. Ja, aber schon eine Spur. Ich weiß, wo die Schornsteine sind. Welche denn? Die, die seine Hochheit einbauen ließ, als er den Mordercode durchsuchte. Im Eilschritt, Leute! Oh, Scheiße. Seine Hoheit ist kein Freund von Trödelei. Es ist schon keine Klingel mehr. Je ne sais pas ce que vous faites, mais allez le faire ailleurs. Zurück mit dir. Das ist doch der Typ, mit dem wir gerade geredet haben, oder? Bitte jemand diesen Irren. Könntest du mal bitte die Klappe halten? So, wo ist er? Gehen wir nachher was trinken? Komm sofort zurück! Ich mach Hackfleisch aus dir! Oh. Ah! Ich weiß noch, wie er schrie und wie lange es andauerte. Nur wegen eines kleinen Fehlers in der Buchführung. Was der Witze? Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine 1 im Buch falsch gesetzt. Gut. Also im Einschritt. Verfolgen wir den mal weiter, ne? Ja, sorry, ich habe leider keine Phantomklinge. Bonjour et bienvenue.
Oh. Okay, warten wir mal hier. Komm, ja. Ich würde die gerne ja hier mit der Phantomklinge wieder ärgern, aber leider habe ich keine. Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein! Weiter. Die würde ich gerne angreifen, aber geht leider nicht. Kein offenes Fenster. Mit dem Unglücksraben im Bett 6 geschehen. Schwere Verbrennungen durch Feuer, bei dem seine Familie starb. Ein Feuer? Schwer, das zu bewerkstelligen, ohne die Stadt in Asche zu legen. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied nicht. Wohin geht der jetzt? So, ah, der ist schon drin. Ja, der ist am Jaulen. Aber mal gleich rein. Ist da jemand? Und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehr Rückgrat zugetraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Solche Schmerzen, oder? Gehen wir mal von oben. Wollen wir hier noch entdecken. Hier reingekommen. Okay, jetzt wimmelt es wieder. Gibt's ein anderes Fenster? Nee, leider. Ja, das habe ich nicht geträumt. Für die Revolution! Das hätten wir jetzt fast geschafft. Ich würde gerne da unten auch mit helfen. Achso, ne, die Kabine. Okay, das hätten wir abgeschlossen. Ja. Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Assassin's Creed Unity. Ja, Freunde.
lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, euer Khalid und ciao. Throw some money, money, money in the air. Throw some money, money, money in the air. Trigger, let's go.